Ja, liebe Zuschauer, eine strahlende Braut, die zum Brautalter schreitet oder leuchtende Kinderaugen unter dem Weihnachtsbaum, das sind vielleicht auch Erinnerungen, die Sie zu Hause noch haben, auf dem Dachboden oder sogar vielleicht im Keller. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung für Sie, denn es geht um das Thema Digitalisieren. Das Digitalisieren der Super 8 und 8 mm Filme, die meistens noch irgendwo in irgendeiner Ecke verstaubt liegen. Und das wäre einfach viel, viel zu schade, diese Erinnerung da nicht zu digitalisieren und dann auch dementsprechend mit den Generationen teilen zu können. Wir haben einen ganz besonderen Experten, den lieben Ralf. Und der liebe Ralf, der liebt dieses Produkt, das wir ihm jetzt gleich zeigen dürfen. Es geht um einen wunderbaren HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Und genau der macht diese Arbeit. Das Digitalisieren von Super 8 und 8 mm Filmen, das geht jetzt ganz einfach von zu Hause. Und das ist sensationell, Ralf, denn hier kann man eine ganze Menge Geld sparen. Da kannst du viel, viel Geld sparen, aber ums Geld geht es hier wirklich nur sekundär. Also ganz am Rande, es geht einfach um gelebte Erinnerung. Ich habe mich unglaublich gefreut auf diese Sendung. Und wir nehmen uns heute auch viel Zeit, um Ihnen das mal zu zeigen. Und schon allein beim Gedanken an meine persönlichen Erinnerungen, die ja jetzt in diesem Zeitalter schon einige Zeit zurückliegen, da kriege ich gerade Gänsehaut. Warum, werde ich Ihnen nachher nochmal ganz, ganz eindrucksvoll zeigen. Aber wir zeigen Ihnen heute, wie einfach es sein kann, diese alten Schätze, Super 8 und 8 mm, wirklich für die Ewigkeit zu sichern und wieder sichtbar zu machen für Generationen, die gar nicht mehr wissen, worum es da eigentlich ging. Also du bist jetzt auch relativ jung, da kannst du nichts dafür, da kann ich nichts dafür. Du bist jetzt in einem Zeitalter geboren worden und das ist jetzt einfach, wo es einen Film zu machen, selbstverständlich ist. Du filmst praktisch jede Situation, wie dein Hund über die Wiese läuft. Ja? Das ist sofort digitalisiert, du kannst es sofort mit allen Menschen teilen. Das war nicht immer so. Also vor diesem digitalen Zeitalter hatten wir das Videozeitalter. Das kennen wir auch alle noch, Videokameras und so weiter. Aber auch davon sprechen wir nicht. Wir gehen noch mal eine Generation zurück. Und zwar im Prinzip eine Generation vor meine Generation. Und da war es 1965, das ist übrigens mein Baujahr, war es das erste Mal möglich, private Filmaufnahmen ohne riesengroßen Geldaufwand zu machen. Da hat nämlich die Firma Kodak genau solche Kameras erfunden, die Super 8 Kameras, die möglich machten, dass wir zu Hause privat Aufnahmen machen. Also nicht nur zu Hause, sondern eben auf Hochzeiten, Einschulungen, Urlaube und so weiter. Und das hat sich dann fortgesetzt. Es war natürlich nicht nur die Firma Kodak. Und da bedanke ich mich für diesen Hinweis. Ein aufmerksamer Zuschauer hat mich angeschrieben, hat gesagt, er selber hat noch Filme von der Firma Orvo und auch von Aqua. Also es waren mehrere Anbieter, aber also Kodak hat das 65 auf den Markt gebracht. Und jetzt muss man diese Zeitspanne von 1965 bis ungefähr Anfang der 80er, also sagen wir mal ganz grob bis 85 waren die im Umlauf, diese 20 Jahre. Da sind Millionen von Filmen entstanden. Und diese Filme, um die geht es uns heute. Wenn man die fachgerecht lagert, dann halten sie auch viele, viele Jahre. Ja, es gab damals diese Blech- oder Kunststoffdosen, wo du die reingemacht hast. Und wenn die dann waagerecht also in der richtigen Temperatur gelagert wurden, dann halten sie auch heute noch. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Problem. Wenn du so einen Film nimmst, wir haben hier mal so eine Filmspule. Genau so kann die auch bei Ihnen aussehen. Moment, da haben wir einen Adapter drauf. Ich nehme sie jetzt einfach mal runter. Und das hat jeder schon mal gemacht, wenn er so eine Filmspule gefunden hat. Gucken Sie mal. So, und dann gucke ich so gegens Licht und schaue, ob ich was erkenne. Und? Was erkenne ich? Überhaupt nichts. Überhaupt keine Chance. Das ist zu klein. Ja? Also kommt das wieder irgendwo in den Karton rein und bleibt verschwunden. Oftmals ist auf den Schatullen auch noch eine Beschriftung, Urlaub oder ähnliches. Ja? Aber jetzt möchten wir Ihnen zeigen, wie ich sehr, sehr kostengünstig diese Schätze für die Ewigkeit sichern kann, was dann auch wieder wichtig ist, allen anderen, den Nachfahren im Prinzip, den nächsten und übernächsten und überübernächsten Generationen, das wieder zugänglich mache und das mit einfachsten technischen als auch finanziellen Mitteln. Liebe Zuschauer, das ist sensationell, denn Sie haben die Möglichkeit, mit dem HDXL-Filmscanner und Digitalisierer zu Hause zu digitalisieren. Das heißt, ich brauche keine komplizierte Lagerung mehr, denn du hast das gerade mal kurz angesprochen. Da gibt es so, so viele Faktoren, auf die man achten muss. Zudem
Platz ersparen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ich brauche ja auch den Platz für die ganzen Filme zu Hause. Und dann ist natürlich die Frage, hat man noch irgendwo einen Projektor zu Hause oder hat man den vielleicht schon aussortiert, da war doch irgendwas kaputt. Und deshalb liegt dieses Videomaterial, diese kostbaren 15, 20 Jahre, die liegen irgendwo auf dem Dachboden und im Keller und das ist einfach viel zu schade. Absolut, und du hast recht, also viele, viele Filme sind noch da. Erstens mal wissen die Leute teilweise gar nicht mehr, wenn sie so eine Schachtel vererbt bekamen mit diesen 8mm Filmen, was ist das eigentlich, wie bringe ich die zum Laufen, wie kann ich die anschauen? Und zum Zweiten, sind eben die Projektoren. Die sind natürlich jetzt auch 40, 50 Jahre alt und laufen die allermeisten nicht mehr. Aber jetzt können wir das eben für die Zukunft retten und dann auch wieder anschauen, allen wieder zugänglich machen. Und ich muss jetzt sagen, ich erinnere mich als kleiner Steppke daran, ja, da war ich so ein 3-Käse hoch, das kennen Sie vielleicht auch noch, da war mein Opa, war immer mit genau so einer Kamera unterwegs, bei jeder Gelegenheit, ob das im Urlaub war, ob das an Ostern war, wenn wir Kinder draußen den Osterhasen gesucht haben oder an Weihnachten oder Hochzeiten. Ja? Und da wurden ganz, ganz tolle Dokumente gemacht. Jetzt haben viele, das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis, die haben sich mal informiert, sag mal, wie geht denn das eigentlich, digitalisieren, ich möchte so einen super 8-Film einfach mal wieder für mich digitalisieren. Und dann haben sie, wenn sie im Internet mal ein bisschen recherchiert haben, haben sie festgestellt, das ist unglaublich teuer. Solche Studios finden wir auch gerne im Internet. Solche Studios, die haben Minutenpreise pro Film. So eine Filmrolle hier übrigens knapp eine Stunde. Da sehen wir das. Wenn wir das digitalisieren, dann kostet die Minute 1,10 € bis 1,65 €. Ja? Und das heißt also pro Stunde SD-Qualität. Hier sprechen wir übrigens von Full HD. Dann kostet so ein ganz normaler Film, den einen einzigen Film zu digitalisieren, kostet zwischen 99 € und 132 €. Einen einzigen Film. Und jetzt kommt das Interessante. Als wir den zum ersten Mal vorgestellt haben, habe ich mich auch in meinem Bekanntenkreis, bei der Generation über mir, die älter ist als ich, weil die haben das auch noch live miterlebt, also meine Onkeln, Tanten, Eltern, da habe ich mal nachgefragt. Sag mal, habt ihr noch solche tollen Filme irgendwo? Und ich war dann überrascht. Jeder hat noch 4, 5 teilweise. Der eine hatte noch 25 solche Filmrollen bei sich in so einem Karton gelagert. Wir sind jetzt noch nicht dazugekommen, die alle zu digitalisieren, aber wir haben schon angefangen zu probieren und die ersten Filme, da kamen Schätzchen raus. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich werde Ihnen nachher noch Fotos zeigen von Verwandten von mir, also ganz, ganz original und die jetzt mittlerweile eben seit 30, teilweise schon 40 Jahren nicht mehr unter uns sind. Mhm. Und dann ist ein Riesenunterschied, ob ich von diesen Personen Fotos sehe oder ob ich die in bewegten Bildern sehe. Lebendig. Ja. Und wenn ich jetzt bedenke, wie lang das her ist. Also ich kann mich so erinnern, Anfang 70er Zeit, das war also auch die Hochverkaufszahlen von Super 8 Kameras und Filmen. Und wenn man mal sieht, was in dieser Epoche passiert ist. Ja? Jetzt reden wir nur mal von 1970 bis 80. Ja? Da war die erste Mondlandung. Da wurde Deutschland Fußball-Weltmeisterschaft. Da war die schreckliche Olympiade in München 1972 mit dem Attentat. Ja? Das waren alles so geschichtliche Highlights, die dort passiert sind. Aber das sind nur das Weltgeschehen, was jeder mitbekommen hat. Aber wie viel dort im Privatbereich passiert ist. Ja? Ja. Nur, du musst nur mal so ein Karton fand ich ganz, ganz toll. Da stand drauf Hochzeit Anneliese 1973. Ja? Ich habe keine Ahnung mehr, wer Anneliese war. Aber ich weiß, wir waren da als Stöpke dabei. Und das jetzt mal wieder anzuschauen, den Film haben wir noch nicht digitalisiert. Aber ich freue mich schon so drauf, den zu digitalisieren und den dann wieder anzuschauen. Ja? Und hier sehen wir sowas. Das dürfte so, guck mal, das dürfte ungefähr mein Jahrgang sein. Ich denke mal, das ist Anfang der 70er Jahre. So allein die gelben Wände, da siehst du die alten Steckdosen noch. Man sieht das an ein paar Details. Das war so auch typisch 70er Jahre Geschirr. Ja? Und die kleinen Stöpke, die da jetzt sitzen, die sind mittlerweile 50. Ja? Oder älter, sind mittlerweile wahrscheinlich unter Umständen schon Großeltern. Ja? Kannst du dir das vorstellen? Der Stöpke ist jetzt Opa. Das ist der Wahnsinn, ne? Und das musst du dir jetzt mal vorstellen. Wenn ich jetzt solche Filme von mir habe und kann die meinen Enkeln vorspielen oder meinen Kindern oder nur meiner Frau sagen, guck mal, das war ich in dem Alter. Ja, hier im Kindergarten, Reise nach Jerusalem wird da gespielt. Ja, das ist einfach
sensationell. Und wie einfach das geht, das möchten wir Ihnen heute in dieser Sendung zeigen. Wir haben diesen Projektor hier und eine Rolle, eine ganz normale Rolle, genau so könnte sie aussehen. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie das funktioniert. So kommt die drauf. Wir haben hier übrigens Adapter, weil die Innenteile waren verschieden. Also da haben wir jetzt den passenden Adapter drauf, dass die Rolle draufhält. Die Leerspule, die ist mit dabei. Ja? Und jetzt probiere ich es einfach mal live zu zeigen, wie einfach das geht einzulegen. Und jetzt drehe ich Ihnen einfach mal den Rücken zu, bitte nicht böse sein, aber wir werden gleich ja von oben schauen. Hier haben wir das Leerband, das kennen wir. Und jetzt gehe ich hier einfach, ich muss hier die Spule halten, sonst rollt sich nämlich der Film auf. Moment. So, jetzt Spule halten und jetzt gehen wir hier unten durch. Gehen hier in der Mitte nach hinten und da reinlegen und jetzt hier einfach einspulen. Guck mal, so rum, so und wieder so. Und jetzt bitte ich dich, diese Spule mal zu halten, Vivian. Sehr gerne. Weil jetzt muss ich hier reintreffen. Einmal haben wir hier so ein Fach, wo es reinkommt. Moment. Ach, weißt du was, ich habe meine Lesebrille dabei. Die brauche ich immer, wenn es genauer wird. So, dann finde ich nämlich meinen Spalt. Da ist er. Und hier gehe ich jetzt rein. Ja? Und dann drehe ich das einfach drauf. So, Moment, habe ich es jetzt? Nee, auf der anderen Seite ist es. Siehst du, ich habe es immer so. Also wichtig ist, ich nehme einmal die Filmspule, lege die dann hier rein. Richtig. Dann haben wir hier so zwei kleine silberne Vorrichtungen. Darunter muss dann alles quasi sitzen. Ja, warte noch einen Moment, erstmal hier einspulen, dann können wir das machen. Aber du hast recht, prinzipiell, das muss nach hinten. So, jetzt spule ich hier mal das Leerband hatten wir auch überall, das kennen Sie, das kann eine andere Farbe haben. Aber so, jetzt haben wir es gespannt, siehst du? Und jetzt klappe ich hier runter. Und jetzt ganz nach hinten, hier, so, ganz nach hinten und dann nach unten klappen. So, und jetzt ist es fertig. Was ich noch machen muss, ist hinten die SD-Karte. Das ist das Speichermedium. Das muss ich einlegen. Aber was das Tolle ist an diesem Projektor, ich brauche kein anderes Gerät. Ich muss keine Ahnung haben, wie ein Computer funktioniert. Ja? Ich muss nur wissen, wie man eine SD-Karte einlegt. Jetzt drehen wir mal um. Ja. Die kommt hier hinten rein und da sehen Sie es. Stromanschluss, den haben wir jetzt dran. Und das hier ist die SD-Karte. Dieses Speichermodul muss rein. So, und jetzt muss ich nur noch eins machen. Einschalten. Ja? Pass mal auf, drehen wir noch mal um. Achtung, ja, wir drehen den Scanner noch einmal genau. Für Sie. So, und jetzt schalte ich ein. So, einschalten. Na, haben wir Strom drauf. Gucken wir mal, ein bisschen länger draufbleiben. Achtung. Ist nicht eingesteckt. So, ich stecke mal alles ein. Siehste? Ja. Also, gucken, als eingesteckt ist. Jetzt schalten wir es ein. Na, uns fehlt, jetzt kommt, siehst du, nur ein bisschen Geduld haben. So, jetzt sehen wir hier, zeigt er uns das. Und wenn ich jetzt auf OK gehe, ja, ich muss hier unten übrigens noch einstellen, ob es ein Super 8 oder ein 8 mm Film ist. Da sehen Sie es, wir haben einen Super 8. Und jetzt drücke ich hier auf OK. Und jetzt zeigt er mir eine 3-Inch-Spule oder eine 5-Inch-Spule, maximal 7 Meter. Das ist eine große, eine 5-Inch, also gehe ich jetzt auf 7-Inch, ja. Und jetzt drücke ich OK. So, bitte nicht den Film bewegen. Jetzt machen wir gar nichts mehr, weil jetzt fängt er gleich an zu scannen. Und das wirst du sehen, wie das geht. Jetzt haben wir natürlich noch hier die Leerspule. Das heißt, das dreht jetzt noch einen Moment leer. Und dann geht's eben los. Und das ist so denkbar einfach. Jetzt muss er erst warm laufen. Und jetzt wird jedes Bild für Bild digitalisiert. Und das wirklich in einer historischen Ruhe. Da sehen Sie noch mal, wie es eingespannt wird. Genau so, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Da hinten rein, erst den, dann, ja, das können Sie auch machen, aber ich würde erst die Spule einlegen und dann das Ganze reinmachen. Und eben so einfach ist es dann. Also denkbar einfach und jetzt wird Bild für Bild in HD-Qualität digitalisiert. Und das Schöne ist, Sie müssen da nicht mal dabei sein, weil man muss ja wissen, also eine Digitalisierung ist zeitaufwendig. Ne? Aber wenn Sie das abends reinmachen, einfach mal schauen auf dem Vorschaubildschirm, was ist denn da für ein Filmchen drauf und dann loslegen, dann sehen Sie es hier nochmal, bitte den Film nicht bewegen und schon geht's los. Klick, klick, klick. Bild für Bild wird hier digitalisiert. Und wenn Sie am nächsten Morgen aufstehen, dann ist der Film fertig. Und dann haben Sie ihn gespeichert auf dieser SD-Karte. Und jetzt haben Sie alle digitalen Möglichkeiten. Man kennt das von heutzutage, man schickt das per WhatsApp weg. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen eine große Datei. Aber ich habe die Möglichkeit, dass dann im Beamer, zum Beispiel SD-Karte rein sofort live anschauen oder in den Rechner dann zu überspielen und dort abzuspeichern, ja, vielleicht sogar zu kopieren. All das
kann ich tun. Bild für Bild wird jetzt digitalisiert. Das müssen wir mal schauen. Jetzt macht er gerade einen kurzen Stopp wahrscheinlich. Liebe Zuschauer, da, die NX4294 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer für den HDXL-Filmscanner und Digitalisierer für diese Super 8 und 8 mm Filme. Vollautomatischer Betrieb, ein tolles, tolles Gerät. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal dazu sagen, wir hatten gerade einen Preis von knapp 100 bis 130 Euro pro digitalisierte Stunde. Für 379,91 Euro bekommen Sie das Gerät, dieses sogenannte Standalone-Gerät, nach Hause und können so viel digitalisieren, wie Sie möchten. Denn man möchte ja nicht überlegen, was jetzt dementsprechend digitalisiert werden soll oder wie viel. Man möchte einfach all die Erinnerungen, all die Schätze, die man zu Hause hat, dann dementsprechend immer und immer wieder digitalisieren können, sodass man diese Schätze dann archiviert und gespeichert hat. Die NX4294 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und hier sehen wir auch weitere wunderbare Erinnerungen. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, guck dir mal die Mode an. Guck dir mal, hast du gerade die Autos im Hintergrund gesehen? Da kannst du eben erahnen, wann das war. Hier würde ich schätzen auf Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Jetzt musst du mal schauen, die Pferde sind schon lange nicht mehr unter uns. Die Fahnenschwenker sind damals Mitte 30, das heißt, die wären jetzt 90 Jahre alt. Da stehen Kinder am Straßenrand. Irgendjemand hat das gefilmt von irgendeiner Situation aus. Und das ist jetzt nicht mal was Privates, das ist einfach ein Umzug. Ich weiß nicht, Fasnacht vielleicht oder ein anderes oder Erntedankfest. Und solche Schätzchen kann ich ohne großen Aufwand digitalisieren. Sie haben gesehen, wie einfach das geht. Und jetzt wird Bild für Bild abfotografiert. Das Ganze sehen Sie jetzt hier. Natürlich zeitaufwendig. Wir hatten damals 16 Bilder pro Sekunde im Super 8-Format. Und hier sehen Sie immer Bild für Bild. Das geht jetzt natürlich länger, als der Film eigentlich läuft. Aber das interessiert mich ja nicht. Die Filme sind 50 Jahre alt, da kommt es doch auf eine Nacht nicht an. Ich lasse die nachts laufen und am nächsten Morgen habe ich den kompletten Film hier hinten auf der SD-Karte drauf und kann dann das anschauen. Jetzt schauen wir, Urlaub, wo? Ägypten würde ich jetzt mal behaupten, so ganz spontan. Aber auch hier, da gibt es so viele, sage ich Ägypten, Griechenland natürlich, Mensch, sind da keine Pyramiden, das ist die Akropolis wahrscheinlich. So, und da kann ich eben ganz, ganz tolle Schätzchen finden. Und vor allem wirklich verschwundene oder verlorene Bilder von Verwandten, von Vorfahren kann ich jetzt wieder entdecken. Und ich muss jetzt eins sagen, mich hat in der Schule, war Geschichte für mich immer langweilig. Erst mit dem, als ich aus der Schule raus war, hat mich Geschichte wieder interessiert. Und dann so alte Dokumentationen anschauen, ja, so Filme, was damals passiert ist. Und das ist jetzt Nahzeitgeschichte, aber das, was meine Eltern, meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern erlebt haben, das verschafft einem Gänsehaut. Ich habe es vorhin gemerkt, ich habe ein Fotoalbum dabei und das zeige ich Ihnen auch nachher. Da sind meine Urgroßeltern noch dabei. Und du weißt ja, Kevin ist mein Sohn, das heißt, der ist dann, das sind die Urgroßeltern. Und der hat die natürlich nie im Leben gesehen, das ist klar. Die waren lange tot, bevor er auf die Welt gekommen ist. Aber ich habe ihm das vorhin gezeigt und dann habe ich erst mal gesehen, mit welchem Interesse auch die Jugend das mal verfolgt, wenn man da Geschichten dazu hat. Und ich habe viele Geschichten. Ich kann dir nur sagen, meine Urgroßeltern, die zeige ich Ihnen nachher auch noch, die hatten noch einen Bauernhof. Und da in der Küche war immer so eine große Eckbank. Und der Opa, der Uropa, saß immer natürlich auf dem Chefsessel am Kopf. Und der war der Chef. Hatte kein einziges Haar mehr auf dem Kopf. Ja? Aber er war immer zu uns Urenkeln unglaublich nett. Bis auf eine Situation, das ist auch sowas, was ich nie vergessen werde, ist natürlich filmisch nicht festgehalten, aber das sind im Kopf so Erinnerungen. Du musst dir vorstellen, auf dem Bauernhof war dann vor der Tür immer ein Hasenstall. Ja? Und wir waren drei Kinder, also drei Urenkel. Wenn wir kamen, waren wir immer in dem Hasenstall drin. Und einmal kamen wir am Wochenende und die Hasen waren weg. Ja? Oh. War kein einziger Hase mehr da. Und uns Kindern, wir waren, also ich war der Jüngste, 5, 6, 7, wir waren ja wie die Orgelpfeifen. Ja? Wir hatten keine Ahnung, wo die Hasen hinkamen. Und dann gab es Mittagessen, ganz leckerer Hasenbraten. Oh nein! Was wir Kinder nicht gegessen haben, war das Mittagessen. Das ist klar. Aber das sind, weißt du, das sind so Erinnerungen. Oder eben auf dem Bauernhof, da bist du noch hinterm Bulldog hergelaufen, hast Kartoffeln auf. Das sind Kindheitserinnerungen für mich. Aber das sind Erinnerungen, die du ja jetzt eigentlich nur quasi in deinem Gedächtnis hast, die du dir hervorrufst und sagst, Mann, was war das für eine schöne Zeit? Aber man kann sich diese leider nicht mehr anschauen.
kann man wo, liebe Zuschauer, auch wenn man keinen Projektor jetzt zu Hause hat, mit diesem Scanner und Digitalisierer können Sie diese Schätze, wenn Sie die dann auf dem, wenn Sie die dann damals festgehalten haben, super einfach digitalisieren und einfach mit in das neue Zeitalter nehmen. Pass auf, jetzt stoppen wir hier einfach mal, ja, brechen einfach ab, der macht noch 2, 3 Bilder, jetzt hat er abgebrochen. Und jetzt nehmen wir mal die SD-Karte mit rüber, die können wir hier einfach rausziehen. Also da ist jetzt das, was wir digitalisiert haben, schon drauf. Die Brille nehme ich auch noch mit, damit ich einen Durchblick habe. Ja, und jetzt können wir uns das gleich mal anschauen. Wir gehen mal rüber. Und du hast vorhin gemerkt, ich habe in meinen Erinnerungen habe ich schon ein bisschen gelebt. Und das ist so eine Sache, ach, das kann man einfach nicht erzählen. Man muss es gesehen haben und jetzt machen wir solche Sachen sichtbar. Aber bevor wir dazu kommen, wir waren ja bei Geschichte. Und guck mal, hier habe ich das Hochzeitsalbum meiner Eltern. Und ich habe das mal ausgegraben. Also hinten bin auch ich noch als kleiner Hanswurst drin. Schau mal, hier, vielleicht gehen wir mal drauf. Blond warst du früher? Ja, ja, ich war blond. Guck mal, das ist mein Bruder, der übrigens aussieht wie mein Sohn. Der hat in dem Alter auch so ausgesehen. Das ist meine Schwester und das da in der Mitte bin ich. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, kommt viel früher. Ich weiß nicht genau, das ist meine Mutter, siehst du. Ich weiß nicht genau, wann die geheiratet haben. Ich glaube, 63 oder 64 war das. So, und hier kommen jetzt zu zwei ganz, ganz interessanten Bildern. Für mich interessant. Und zwar einmal hier. Das ist mein Urgroßvater, von dem ich gerade erzählt habe. Und das ist die Eckbank, übrigens in Langenau. Vielleicht kennen Sie das, bei Ulm war das. Und das war meine Urgroßoma. Ja? Und das hier drüben, jetzt müssen wir noch eins rübergehen, da kommen wir hin. Das ist meine Schwester, als sie auf die Welt kam. Und das sind meine beiden Omas. Die sind beide mittlerweile auch schon über 30 Jahre nicht mehr unter uns. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt sieht man das nur in Bildern und hat schon diese gewissen Emotionen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das jetzt in bewegten Bildern mir wieder anschauen kann, dann ist das einfach Emotion pur. Und die kann ich mir jetzt für ganz, ganz wenig Geld holen. Ich kann mir diese Erinnerung wieder schaffen. Oder jetzt zum Beispiel meinem Sohn, der hat ja diese Person nie kennengelernt. Niemals hat er die kennengelernt. Dem kann ich die wieder näher bringen. Und so ist das wirklich toll. Und man macht sich immer, weißt, wenn Ältere, auch das war bei mir so, wenn meine Eltern oder Großeltern gesagt haben, früher war alles besser. Wir hatten ja keine Bilder im Kopf, wir konnten uns das nicht vorstellen. Aber wenn du jetzt mal so Aufnahmen siehst, also wenn ich mal welche mache von Weihnachtsfesten früher. Ohne Smartphone. Spielekonsole. Stell dir mal vor, wir konnten spielen, ohne eine Steckdose zu suchen. Ja? Ja. Wir haben auch hier, das kann ich dir zeigen, aber davon gibt es sogar noch Filmaufnahmen. Und wie gesagt, ich bin gerade am Durchstöbern. Ich zeig dir mal was. Pass mal auf, Weihnachten. Ah, ich habe ja so gestaunt, als ich dieses hier gefunden habe. Ich muss nur... Moment, ich muss noch einen Moment suchen. Guck mal, da ist es. Das hier meine ich. Guck mal, das ist Weihnachten. Und da hinten war so ein Kaufladen. Den hat meine Schwester, glaube ich, geschenkt bekommen. Dann haben wir mit meinem Onkel, meinem Vater und wir drei Kinder, haben, glaube ich, die ganze Nacht, bis wir ins Bett mussten, haben wir Kaufladen gespielt. Das können sich Kinder heute gar nicht mehr vorstellen. Und sowas jetzt in bewegten Bildern. Und solche Weihnachtsvideos gibt es in jeder Familie. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und liebe Zuschauer, das Schöne ist, dass Sie hier nicht nur diese Fotos haben, sondern dass Sie diese lebendigen Erinnerungen haben, dass Sie das Lachen sehen, dass Sie sehen, wie die Augen strahlen. Das in bewegten Bildern ist einfach so, so viel wert. Die NX 4294 und die 569, die Bestellnummer, der HDXL Filmscanner und Digitalisierer, der Ihnen diese Erinnerungen digitalisiert. Man braucht sich hier keine Gedanken über die perfekte Lagerung dieser wunderbaren Super 8 und 8 mm Filme zu machen. Denn wenn Sie jetzt digitalisieren, dann haben Sie diese Erinnerung dementsprechend gerettet. 379,91 Euro, auch hier an dieser Stelle nochmal. Ein toller, toller TV-Sonderpreis. Dieses Gerät kostet normalerweise 1.000 Euro. Und wir haben zu Beginn schon einmal darüber gesprochen, was das kostet, wenn man zu einem Spezialisten geht, wenn man das digitalisieren lässt. Da zahlt man wirklich für eine Stunde so um die 100 bis 130 Euro. Liebe Zuschauer, Sie bekommen das Gerät nach Hause. Sie können digitalisieren, so oft und so viel Sie möchten. Fragen Sie auch hier mal einen Bekannten im Freundeskreis nach. Da hat man bestimmt ganz, ganz tolle Erinnerungen nochmal. Und ich stelle mir das auch so schön vor, Ralf, wie wir jetzt hier zusammensitzen und wie du schwärmst über die Zeit damals und über das Weihnachtsfest. So kann ich hier zum Beispiel auch mit meinen Liebsten zusammensitzen, mir das anschauen. Für Sie noch einmal die Grafik mit den Kosten. Und da sehen wir das. Wenn wir in Full HD hier einen Film digitalisieren möchten, 1,65 Euro pro Minute.
Und dann sind wir bei knapp 100 Euro bis 132 Euro pro Stunde. Mit Full Stunde. HD. Ja. Und das musst du dir vorstellen, also ich habe jetzt rumgefragt in meinem ganzen Verwandtenkreis. Und ich bin jetzt auf 35 bis 40 Filme gekommen, die ich jetzt natürlich mit viel Zeit digitalisieren werde. Aber wenn ich diese 40 Filme jetzt im Internet weggebe zum Digitalisieren, bin ich 4.000 Euro los. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn du nur hier jetzt beim digitalen Scanner, also wenn du hier nur auf dem Vorschaubild schaust und die ersten Bilder kommen und denkst, oh, wow, das ist natürlich sensationell. Dann denkst du, wow, ich erinnere mich. Und nochmal, 4.000 Euro würde das kosten, wenn ich das im Internet machen würde. Hier habe ich die Kosten von 379,91 Euro. Das sind die Kosten einmalig für diesen Scanner. Und dann kann ich die Filme von mir aus vom ganzen Dorf, von der ganzen Stadt digitalisieren, rumlaufen zum Nachbarn. Sag mal, Alfred, du hast doch auch noch solche Filme. Ich möchte was Gutes tun. Ja, eben. Und dann vor allem, du hast ja keine Arbeit, du hast nur Freude. Das ist ein Gerät, das ausschließlich Freude, vielleicht ab und zu mal so ein paar Erinnerungstränen hervorruft. Das ist Emotion pur. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich merke schon wieder, nur vom Erzählen jetzt, und ich habe noch keinen Film gesehen, habe ich schon wieder Gänsehaut an meine Kindheit. Das ist jetzt auch schon 7, 8 Wochen her. Ja, aber Sie wissen, wovon ich rede. Und diese Zeitspanne von 1965 bis, ich sage jetzt mal Anfang 80er, da ist so viel passiert, nicht nur in der Welt, sondern in vielen, vielen Familien. Ich und meine zwei Geschwister sind auf die Welt gekommen, sind in der Zeit groß geworden. Meine Großeltern und meine Urgroßeltern sind in der Zeit leider verstorben. Aber überleg mal, mittlerweile gibt es nicht mal mehr, und das kennen Sie mit Sicherheit, die Gräber, die gibt es nicht mehr. Die sind nach 30, 35 Jahren werden die weg. Du hast also eigentlich gar keine Erinnerungen mehr an diese Personen, außer wenn du mal wieder so ein altes Fotoalbum, jetzt ich hier von 1963 finde, und dann kannst du mal in stehen in den Bildern diese Person wieder beachten. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze für wenig Geld für die, und jetzt kommt es wieder, für die Ewigkeit zu sichern. Und glaub mir, wenn du jetzt zu deinen Kindern sagst, ich habe einen Abend, ich habe Filme rausgesucht von deinen Eltern als Kinder, von deinen Großeltern, deinen Urgroßeltern, und parallel haben die eine Kinoeinladung in den neuesten, sensationellsten Blockbuster, die werden zu dir heimkommen und werden diese Erinnerungen mit dir anschauen wollen, weil die wollen ja auch wissen, was hat Papa als Kind gemacht, ja? Oh, wie Papa war mal Kind, wie Opa war auch mal klein. Ja, der war auch mal klein und der hat auch gespielt und der hat, ich kenne noch Aufnahmen da, ich mit Lederhosen, du musst das vorstellen, kurze Lederhosen. Und dann waren wir unterwegs beim Wandern mit Stöcken. Und solche Erinnerungen hat, glaube ich, jeder von uns. Und wenn ich dann nur einen Bruchteil dieser Erinnerungen noch entdecke auf einer Filmspule, ja, dann hat sich für mich jeder einzelne Euro, den ich hier ausgegeben habe, mehr als rentiert. Definitiv, liebe Zuschauer, 379,91 Euro für dieses tolle, tolle Gerät. Sensationell. Sie brauchen sich um die Lagerung nicht mehr zu kümmern. Sie digitalisieren diese Schätze, die Sie auf dem Dachboden oder im Keller vielleicht noch haben. Das ist ein ganz fantastisches Gerät und wir haben es gerade gesehen, 379,91 Euro. Dann haben Sie das Gerät zu Hause und können so viel digitalisieren, wie Sie möchten. Und das ist so einfach. Sie brauchen hier kein technisches Know-how, Sie brauchen hier kein PC, gar nichts. Das ist ein sogenanntes Standalone-Gerät und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ralf hat absolut recht, natürlich hier diese Erinnerungen nochmal anzuschauen, es sich gemütlich zu machen, vielleicht auch die Verwandten einzuladen. Die Filme werden alle gesammelt, man macht sich eine Flasche Rotwein auf, man setzt sich zusammen auf die Couch und schaut dann diese digitalisierten Filme direkt einmal auf dem Fernsehen an. Wir schauen uns jetzt auch mal an, was wir gerade eben digitalisiert haben. Ja, und ich habe wieder meine Brille auf, weil es wird wieder kleiner und da brauche ich halt eine. Das kennen Sie zu Hause wahrscheinlich auch. Wenn ich das meinem Sohn erzähle, ich sage, bis 40 waren meine Augen gut, lacht er mich immer aus, aber Sie werden das auch noch merken. So, und das haben wir jetzt, das ist das Einzige, was wir noch brauchen, eine SD-Karte. Heutzutage gibt es Micro-SD-Karten, aber die haben alle einen Adapter dabei, sodass ich die auch als SD, also als große Karte verwenden kann. Und da haben wir vorhin ein paar Minuten digitalisiert. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Da haben wir im Laptop ein Kartelesegerät, könnte jetzt aber auch ein Beamer sein, aber ich mache es jetzt mal am Laptop. Und jetzt sehen Sie, ich klicke den ein und jetzt müsste mein Beamer so Fall meinem Laptop sofort erkennen, da wurde was gefunden. Filmscanner, da haben wir einen Ordner, das heißt also, da haben wir den angelegt und jetzt schauen wir mal Movie und jetzt muss ich gucken, was wir vorhin aufgenommen haben. Ich denke, das letzte war es und jetzt mal einen Doppelklick drauf und jetzt schauen Sie, vorhin haben wir das digitalisiert.
Ja? Das kann ich jetzt übrigens mit einer Software auch nochmal nachbearbeiten, aber würde ich gar nicht tun, weil das hat diesen Super 8 Charme. Sie sehen, wir haben vorhin nur ein paar Sekunden aufgenommen. Jetzt gehen wir da mal wieder raus, gucken mal auf, gehen auf das nächste. Und jetzt habe ich das archiviert. Hätten wir das jetzt die Nacht durchlaufen lassen? Das kann ich jetzt auch benennen, wie ich das möchte. Ja, natürlich, und kann das dementsprechend dann in Ordnern zusammenstellen, auf einen USB-Stick oder auf eine Festplatte ziehen und dann teilen, mit wem ich möchte und natürlich auch abspielen, richtig, wo ich möchte. Jetzt ist natürlich diese Datei wahrscheinlich, wenn ich den ganzen Film mache, zu groß, um mal per E-Mail zu verschicken. Aber da gibt es ja moderne Möglichkeiten. Entweder der Betreffende, den das interessiert, der kommt mit einem USB-Stick, dann überträgst du es auf den USB-Stick. Aber du kannst es ja beliebig oft jetzt kopieren. Ja? Und das würde ich auch jedem raten, auf jeden Fall mindestens eine Kopie zu machen, damit, falls irgendwas mit der Hauptdatenbank passiert, dass ich noch eine Sicherungskopie habe. Aber jetzt kann ich diese Sachen endlich wieder anschauen. Ich kann sie meinen Kindern, meinen Enkeln zugänglich machen. Und wenn ich nur bedenke, wirklich an meine Kindheit denke, ja, wie einfach oder wie schön das damals war. Natürlich haben wir auch ein bisschen nicht so schöne Erinnerungen, aber die verschwimmen mit der Zeit. Man erinnert sich nach 30, 40, 50 Jahren an die schönen Momente und eben an die Großeltern, an die Urgroßeltern, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Und also Sie können es mir wirklich glauben, ich war strohblond als Kind, auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Glaubt man gar nicht. Ja, ich könnte, als ich das mal wieder durchgeblättert habe, dieses Album, habe ich wirklich lachen müssen. Und weißt du, das ist so ein Lachen mit Gänsehaut und vielleicht bei der einen oder anderen Situation, weil man da ja auch wirklich Aktionen damit verbindet, dass man da einfach so ein bisschen Tränen in die Augen bekommt. Und bei Filmen ist ja das noch viel stärker, weil ich sehe diese Personen, mein Opa, mein Uroma, Uropa, ja, die sehe ich plötzlich wieder in bewegten Bildern, wie ich sie damals, also von damals eigentlich nur noch in meinem Kopf habe. Ja? Und das ist eben sensationell. Jetzt, was ich gesagt habe, was wir noch dazu brauchen, ist natürlich so eine SD-Karte, und so eine haben wir jetzt für Sie auch noch im Angebot. Ganz genau, 32 GB hier der SD-Karte, auf der Sie dann dementsprechend all Ihr Filmmaterial, diese ganzen tollen Erinnerungen speichern können. Für 23,66 €, liebe Zuschauer, hier bitte auch direkt mit dazu bestellen, die passende Speicherkarte. Gerne auch zwei oder drei in den Warenkorb legen, wenn Sie möchten. Die ZX2241 und die 569 Markenqualität SanDisk. Liebe Zuschauer, die Bestellnummer, die ZX2241 und die 569. 23,66 €. Ein toller, toller Preis für eine Class 10 Speicherkarte hier mit 32 GB Speicherplatz, die ZX2241 und die 569. Wir möchten jetzt aber an dieser Stelle auch nochmal auf diesen fantastischen Scanner und Digitalisierer zu sprechen kommen. Für Sie noch einmal kurz zusammengefasst. Sie haben die Möglichkeit, hier super einfach und super schnell zu digitalisieren. Sie haben ein sogenanntes Standalone-Gerät. Das heißt, hier ist kein technisches Know-how, keine Computerkenntnisse notwendig. Das machen Sie ganz bequem, denn Sie legen den Film hier einmal ein und dann starten Sie den Scanner. Dementsprechend wird alles direkt auf der Rückseite auf der SD-Speicherkarte dann gespeichert. Zudem auch hier, Sie sparen eine ganze, ganze Menge an Kosten, denn 379,91 € ist Ihr einmaliger Preis für den HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Wir hatten vorhin eine tolle Grafik. Wenn man da zum Spezialisten geht, zahlt man gut und gerne 100 bis 130 Euro pro digitalisierte Stunde. Und man möchte sich ja auch nicht entscheiden zwischen den Filmen. Man möchte alle Erinnerungen digitalisieren. Zudem retten Sie natürlich auch hier Ihre Super 8 mm Filme vor dem Zerfall. Keine komplizierte Lagerung mehr. Eine Platzersparnis, die Sie einfach im Keller oder auf dem Dachboden haben. Und haben Sie noch einen Projektor zu Hause? Wahrscheinlich haben Sie den auch in den letzten Jahren mal aussortiert, weil da war doch, glaube ich, was kaputt oder so. Sie werden es wahrscheinlich kennen. Tolle, tolle Möglichkeiten, hier auch wieder Generationen zu verbinden, die alten Erinnerungen nicht nur auf Papier gedruckt zu sehen, sondern einfach lebendig. Aber und das zu einem so tollen Preis. Das ist was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe viele Leute gefragt, habt ihr noch solche Filme? Und viele haben dann gesagt, ja, irgendwo habe ich noch welche. Und dann habe ich auch gefragt, habt ihr auch noch einen Projektor? Kein einziger hatte mehr einen Projektor. Also es ist unmöglich, diese Filme noch anzuschauen. Jetzt wollte ich dir aber noch was zeigen und unseren Zuschauern auch. Ich habe dir vorhin erzählt, ich in Lederhosen. Guck mal, das bin ich in kurzen Lederhosen bei einem Ausflug. Das war irgendwo im Schwarzwald. Das sind meine Eltern, die Gott sei Dank beide noch leben. Meine Schwester und mein Bruder, der Gott sei Dank auch in diesen fürchterlichen Lederhosen. Aber das ist einfach sowas, da erinnert man sich dran. Ja? Da war man unterwegs. Also jetzt sehen Sie mal, wie ich in Lederhosen ausgesehen habe. Aber schon allein das Blättern,
dieses Albums. Und du siehst hier, hier sind gute Freunde, die teilweise nicht mehr da sind, also von meinen Eltern. Wow, sogar ein halbes Nacktfoto von meinem Vater. Nee, das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Obwohl, zeigen wir an dieser Stelle ja, nicht. Nee, das zeigen wir jetzt ja nicht. Aber du siehst, das sind Sachen, auch hier nochmal. Hier, das sind nochmal meine Großeltern. Und Sie kennen das vielleicht, das war eben nochmal im Schwäbischen, also meine Urgroßeltern. Das war im Schwäbischen Langenau. Ja? Und nicht da, jetzt sind wir falsch. Da unten, da wollte ich hin. Kommen wir da hin mit der Kamera. Das sind sie noch mal. Guck mal, hier mit Hut. Das war typisch mit diesem Kopftuch noch. Ja, aber das sind Personen, die sind dann, ja, ich war 1970 ungefähr, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, 1970 sind die ungefähr von uns gegangen, um diese Zeit herum. Und Fotos bringen schon Emotionen. Aber die jetzt in bewegten Bildern, live wieder, nicht live, aber zeitversetzt durch die Filme, also in bewegten Bildern wieder zu sehen, das ist einfach sensationell. Und Ihnen zu Hause wird es genauso gehen. Fragen Sie Ihre Freunde, Ihre Bekannten, natürlich im richtigen Jahrgang oder vielleicht Freunde und Bekannte, die in der Erbmasse das Ganze, so einen Karton voll Rollen, voll Filmen bekommen haben, ob das jetzt Agfa ist oder Orwo oder auch Kodak, das ist da ganz, ganz egal. Und hier sehen wir noch was ganz, ganz Wichtiges gerade eingeblendet. Dieser Filmscanner wurde auch getestet, PC Go, und wurde mit sehr gut bewertet. Und das ist eben das Sensationelle hier. So, jetzt müssen wir mit dem Scanner dann rüber. Wir können übrigens, jetzt haben wir ja diesen kleinen Vorschau-Monitor. Wir haben hier aber auch einen Ausgang, mit dem können wir direkt an den Fernseher. Also wir könnten jetzt den Scan-Vorgang auch jederzeit auf dem Fernseher beobachten. Also in dieser Größe. Aber ich finde, für viele Sachen reicht schon der Vorschau-Monitor. Und wenn ich es dann sogar mit der SD-Karte auf einem Beamer betrachten kann, dann hole ich mir meine persönliche Geschichte. Nicht die Weltgeschichte, nicht die Mondlandung, nicht die Fußball-Weltmeisterschaft oder Ähnliches, sondern meine persönliche Familiengeschichte, die hole ich mir nach Hause. Ja, jetzt müssen wir den Projektor, glaube ich, runter, das Kabel noch ein bisschen. Und hinten siehst du den AV-Eingang, der ist gerade nebendran, ja, neben der SD-Karte. Da gehen wir jetzt rein, wir haben es am Fernseher schon angeschlossen. Jetzt bräuchten wir dann noch wahrscheinlich die Fernbedienung vom Fernseher und dann können wir umschalten auf das entsprechende Programm. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie noch solche Filme zu Hause haben. Und wenn es nur 5 Filme sind, glauben Sie mir, jedes einzelne dieser Filme ist Emotion pur. Und wenn es nur ein Kindergartenfest ist oder Ähnliches, ja, dann, hier, guck mal, da sehen wir Testurteile, sehr gut. Und das Ganze von PC Go. Der Summicon Super 8 Filmscanner ist wirklich einfach zu bedienen und liefert ein sehr ansehnliches digitales Ergebnis. Ideal für alle, die zwar Super 8 oder 8 mm Erinnerungen, aber keinen Projektor mehr besitzen. Ja, und mehr brauchen wir dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das Ganze ist jetzt aktuell im Februar 2017 erschienen. Also Sie sehen, das ist ein ganz, ganz aktuelles Testergebnis. Und hier sehen wir das jetzt. So läuft es natürlich nachher nicht. Das ist jetzt nur der Scan-Vorgang, weil Bild für Bild abfotografiert wird in HD-Qualität. Jetzt auf SD-Karte gespeichert, obwohl ich es gleich anschaue. Und wenn ich es dann von SD-Karte anschaue, dann habe ich einen flüssigen Film, so wie er war. Nochmal, gescannt werden kann natürlich nur in einzelnen Bildern. Und du hast vorhin die Lagerung angesprochen. Und oftmals hat man natürlich ein Problem. Ich weiß, dass solche Kartons gerne vererbt werden. Ja, aber spätestens beim zweiten Mal vererben, fliegen die mal weg. Was wollen wir mit dem noch? Kann eh keiner mehr anschauen. Aber das wäre so schade, weil da wirklich Emotionen dabei sind. Und wenn ich jetzt mal meinen Kindern, also wenn ich meinen Kindern sage, passt mal auf, ich habe noch ein paar Filme, da war ich 5, 6 Jahre alt und meine Enkelin ist ja jetzt auch, die wird jetzt im Mai 6, ja? Und der können mal zeigen, die sich gar nicht vorstellen? Nein, die können sich das nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Auch meine Kinder können sich das nicht vorstellen. Ja? Oder Einschulung. Und was hat man damals alles gefilmt? Ich habe es gesagt, Hochzeiten, Taufen. Natürlich viele, viele Umzüge wurden gefilmt. Jeder, der so eine Super 8-Kamera hatte, der hat sie natürlich auch benutzt. Und später wurden dann so Filmeabende mit dem Projektor noch gemacht. Aber diese Projektoren wären eben jetzt auch fast 50 Jahre alt. Also ich funktioniere noch einigermaßen mit
mein Zimmerlein, aber die Projektoren, die funktionieren nicht mehr. Und jetzt mache ich die Filme wieder sichtbar und damit Emotionen erlebbar. Liebe Zuschauer, retten Sie Ihre Super 8 und 8 mm Filme vor dem Zerfall. Sie haben hier keine komplizierte Lagerung mehr. Sie haben natürlich auch eine ganz, ganz große Platzersparnis dann dementsprechend im Keller auf dem Dachboden. Und die Frage, noch ein Projektor zu Hause, die brauchen Sie sich nicht mehr stellen. Mit dem HDXL Filmscanner und Digitalisierer können Sie Super 8 und 8 mm Filme super einfach mit einem sogenannten Standalone-Gerät digitalisieren. Das heißt, Sie brauchen hier keinen PC, das Ganze macht das Gerät selbst und die Bedienung ist auch so simpel und so einfach. Und Ralf, ich würde sagen, das zeigen wir gleich auch noch mal kurz. Man legt hier die Filmspule ein und dann drückt man dementsprechend auf Start, wählt aus, ob man einen Super 8 oder 8 mm Film digitalisieren möchte, drückt auf OK und wenn die SD-Karte hinten eingelegt ist, wird sofort alles gespeichert. Filmschätze vor dem Zerfall retten, liebe Zuschauer, zack in die Ewigkeit, das ist hier das Stichwort und das ist so sensationell, weil Sie bekommen professionelle Ergebnisse auf Knopfdruck, einfach mit dem Standalone-Gerät, kein Know-how, das nötig ist und auf dem Farbdisplay haben Sie nochmal die passende Scan-Kontrolle. Viele, viele Möglichkeiten, das Ganze abzuspielen, Sie sehen das gerade einmal auf dem Fernseher oder wenn Sie archivieren und beschriften möchten, dann auch gerne nochmal auf dem PC, auf dem Rechner, auf dem Notebook nochmal nachschauen und das zu einem tollen, tollen TV-Sonderpreis. Wir hatten hier einen Auslieferungstermin, der war für Ende März angesetzt. Liebe Zuschauer, wir haben alles erdenklich Mögliche versucht, dass wir den Ihnen schon früher ausliefern dürfen. Deshalb 379,91 € Ihr TV-Sonderpreis für ein tolles, tolles Gerät, das wirklich Generationen verbindet, das Generationen vereint. Das einfach, diese Erinnerungen, die man von damals noch hat, wieder lebendig macht und dass man zum Beispiel dann auch dementsprechend den nachfolgenden Generationen das Ganze zeigen kann. Ich denke auch immer gerne an bevorstehende Hochzeiten zum Beispiel oder an runde Geburtstage, Silber-Gold-Hochzeiten. Da möchte man einfach ganz, ganz besondere Momente festhalten. Und es wäre so schade, wenn Sie diese Erinnerungen zu Hause im Keller oder auf dem Dachboden haben, aber sie nicht digitalisieren und sie dann dementsprechend zerfallen, das ist so, so wahnsinnig schade. Deshalb greifen Sie bitte zu, die NX4294 und die 569, hier Ihre Bestellnummer, die NX4294 und die 569. Hier wirklich nur Fotos, die wirken schon Emotionen oder wecken ganz einfach Interesse. Jetzt pass mal auf, das ist ein Ort, den du sicher kennst, aber wenn du ihn jetzt erkennst, dann kriegst du von mir einen Kuchen gebacken. Ich habe noch nie in meinem Leben Kuchen gebacken. Aber wenn du jetzt sagst, was das ist, dann ja, guck's noch mal genau an. Jetzt guck mal, hier sehen wir es ganz in groß. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist der Freiburger Hauptbahnhof 1904/1966. Ja, das sind meine Eltern, die waren da davor. So sah der damals aus. Freiburger Hauptbahnhof, ja, heute sieht er ganz anders aus. Und wenn ich das jetzt meinen Kindern zeige, guck mal, da ist der Bahnhof. Und wenn ich davon jetzt noch Filme habe, vom Freiburger Hauptbahnhof, wahrscheinlich habe ich keine Filme mehr, aber von ganz anderen Sachen. Und dann eben diese unglaubliche Möglichkeit, Geschichte erlebbar zu machen. Jetzt haben wir ja gesagt, das wird gespeichert auf einer SD-Karte. Und die modernen Beamer von heute, vielleicht haben Sie sich bei uns auch mal einen gegönnt, die haben eben einen Media-Player drin. Und dann mache ich einfach nur diese SD-Karte in den Beamer rein und kann jetzt diesen alten Super 8-Film, wo ich normalerweise keine Möglichkeit mehr hatte, den abzuspielen, jetzt groß im Kinoformat abspielen. Siehst du das? Und das jetzt noch in HD-Qualität, weil jedes einzelne Bild digitalisiert wird in HD-Qualität. Du Ralf, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man die ganzen Schätze mal rausholt, dass man es sich zu Hause gemütlich macht, vielleicht auch die SD-Karte in den Beamer einlegt oder auf den Fernseher zum Beispiel. Man macht sich Popcorn, eine Flasche Wein auf, Limonade für die Kinder, laden Sie ruhig alle zusammen ein. Nehmen Sie sich vielleicht mal ein Wochenende oder einen Samstagabend, einen Sonntag zum Beispiel. Kochen Sie was Schönes, machen Sie es sich gemütlich und dann holen Sie diese digitalisierten Schätze raus. Dann schauen Sie sich diese gemeinsam an. Ich bin mir sicher, dass da auf jeden Fall das ein oder andere Tränchen kullern wird. Dass man es sich gemütlich macht, dass man rüberschaut und sagt, Mensch, was waren das für Zeiten früher, wo wir klein waren, mit deinem Bruder vielleicht früher, wo man sagt, das war so, so toll. Und dass man sich einfach auch an diese Zeit zurückerinnert und sie bildlich nochmal sieht. Und da wird einem, glaube ich, erst bewusst, was für kostbare Schätze man eigentlich hat, da auf dem Dachboden oder Keller, ja.
zersetzen lassen. Irgendjemand erkennt jemand, der noch solche Super 8 Filme haben. Und ich freue mich gleich zweimal drauf. Ich habe ja jetzt knapp 40 Filme. Ja, und das wird auch 3-4 Monate gehen, bis ich die alle digitalisiert habe. Ich muss mir überlegen, wenn ich jede Nacht einen laufen lasse, sind das allein schon 40 Tage, ja, aber oder 40 Nächte. Aber bei vielen will ich ja auch dabei sein, weil ich will es für mich nochmal entdecken. Was ist da drauf? Die Personen nochmal entdecken. Vielleicht dann auch meiner Mutter nochmal zeigen, weil ich mit Sicherheit Personen teilweise gar nicht mehr kenne. Und dann als großes Finale nach der Digitalisierung, würde ich sagen, dann kommt mein Lohn für meine Arbeit, weil dann kann ich es meinen Kindern und Enkeln zeigen. Da kann ich Geschichte, meine persönliche Geschichte, was ja irgendwie auch ihre Familiengeschichte ist, kann ich fassbar machen, sichtbar machen. Und jetzt nicht mit Fotos, sondern mit bewegten Bildern. Mit, ja, hier sehen wir jetzt Allgemeinbilder, klar. Aber jetzt überlegt ihr mal so Hochzeiten, Taufen, Einschulungen, Ostern, vielleicht auch irgendeine Sportveranstaltung, Bundesjugendspiele damals, alles das, was wir gemacht haben, Schwimmbad, Urlaub. Ja, da gibt es Tausende von Filmen, Millionen von Filmen, behaupte ich jetzt einfach mal, die in Deutschland irgendwo darauf warten, wieder entdeckt zu werden. Personen, die wie bei mir jetzt in meinem Fall seit 40, 50 Jahren schon nicht mehr unter uns sind, werden plötzlich wieder sichtbar gemacht und zwar in bewegten Bildern. Und allein der Gedanke dabei verschafft mir Gänsehaut. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie wir hat schon gerichtet, was Sie denn jetzt komplett nach Hause bekommen, weil genau so kommt der Karton zu Ihnen, wenn Sie sich jetzt für diesen Digitalisierer entscheiden und dann auspacken. Und das ist denkbar einfach hier wirklich zu handhaben. Nochmal, Sie brauchen fast kein technisches Verständnis. Sie brauchen keinen Computer, denn dieses Gerät macht alles ganz, ganz allein. So kommt es zu Ihnen. Da sehen Sie, der ist noch wirklich schön in Luftpolsterfolie sicher verpackt. Das Kabelmaterial kommt dazu. Hier haben wir den Netzstecker, also um Stromanschluss. Da haben wir dann den Anschluss für den Rechner, auf den Rechner oder an den Fernseher. Also alles Kabelmaterial ist dabei. Eine Leerspule, die brauchen wir natürlich auch noch, weil irgendwo muss natürlich der Film drauf. Übrigens, wenn der fertig ist nachts, schaltet er automatisch ab und hat dann auch eine Schnellrückspulfunktion, sodass ich es wieder aufs Original machen kann. Hier sehen wir, das ist auch interessant, weil die verschiedenen Firmen hatten verschiedene Adapterlösungen und hier haben wir für jede Größe den richtigen Adapter, sodass wirklich jede dieser Filmspulen auch aufs Gerät draufpasst. Hier noch ein Tuch zum Reinigen, auch Bildschirmreinigen und ähnliches. Und Sie sehen, das ist voll umfänglich. Was Sie noch brauchen, ist einfach eine SD-Karte. Und die haben wir Ihnen gezeigt. Die gibt es heutzutage als Micro-SD-Karte mit Adapter. Die reinstecken, anschließend Filmspule einlegen und dann einfach, ja, ich würde noch ein Utensil haben Sie eigentlich vergessen, ein Päckchen Papiertaschentücher. Die brauchst du unbedingt. Die legen Sie bitte nebendran, weil Sie werden Tränen bekommen. Manchmal vor Lachen, manchmal vor Rührung oder weil Sie eben in Erinnerungen schwelgen. Also nebendran bitte ein Päckchen Papiertaschentücher legen, wenn Sie anfangen, Ihre Filme oder die von Ihren Verwandten, und das machen Sie jetzt hoffentlich auch, anrufen, Onkel, Tanten, Geschwister, wer hat noch solche Filme? Und wenn Sie die dann sichten und dann so wirklich persönliche Schätze wiederentdecken, dann werden Sie ganz, ganz sicher diese Taschentücher brauchen. Liebe Zuschauer, aber bevor Sie Ihre Verwandten und Ihre Freunde anrufen, bitte erst den HDXL Filmscanner und Digitalisierer bestellen unter der Bestellnummer NX4294 und der 569. Ein tolles, tolles Gerät. Ich glaube, für Geld kann man diese Erinnerung sowieso nicht wieder herholen. Man kann sich aber mit diesem tollen, tollen Gerät einen wunderschönen Abend machen, auch gerne 2 oder 3 die nächsten Wochenenden verplanen und einfach Spaß haben. Ab dem 27.02. dürfen wir endlich ausliefern an Sie. Gehen Sie bitte in die Leitung und bestellen Sie 379,91 €. Ein toller, toller TV-Sonderpreis, den Sie hier bekommen. Wir haben es schon mehrfach gesehen, wie wahnsinnig teuer einfach das Digitalisieren bei Spezialisten ist. Sie sollen sich nicht entscheiden, welcher Film digitalisiert wird und welcher nicht. Digitalisieren Sie einfach alle Erinnerungen und
Schätze, die Sie zu Hause haben. Machen Sie sich keine Gedanken mehr um die richtige Lagerung. Und vor allem genießen Sie diese Zeit, diese Erlebnisse, die Sie hier auch haben und die Möglichkeiten, dann dementsprechend auch dieses Filmmaterial einfach weiter zu nutzen, um zum Beispiel tolle Videos zu erstellen für runde Geburtstage, für Hochzeiten zum Beispiel oder auch für goldene, silberne Hochzeiten. Das ist Filmmaterial, das einfach verbindet und das sind Erinnerungen, die einfach so wahnsinnig wertvoll sind. Und viel zu schade sind natürlich auch, wenn sie da auf dem Dachboden oder im Keller liegen bleiben. Ich muss jetzt noch eine persönliche Geschichte erzählen, die ich allerdings auch nur vom Hörensagen kenne. Da geht es um meine Mutter. Meine Mutter ist ein Kriegskind und vielleicht kennen Sie das auch. Sie ist 1941 geboren und damals bei ihrem Großvater, den sie über alles geliebt hat, aufgewachsen, die ersten paar Jahre. Weil das war dann auch in den Nachkriegsjahren nicht möglich, bei den Eltern zu sein. Ja, Vater im Krieg gefallen, Mutter alleine, das millionenfache Schicksal. So, und meine Mutter hat schon oft den Satz gesagt, ich würde alles geben, um meinen Opa noch mal zu sehen. Also ihren Opa wäre mein Urgroßopa gewesen. Ich würde alles geben. Und diesen Satz hast du mit Sicherheit auch schon mal von jemandem gehört. Ich würde alles geben, den noch mal zu sehen. Natürlich können wir Verstorbene nicht zurückholen, aber wir können sie wieder sichtbar machen. Wir können ein Stück ihres Lebens wieder sichtbar machen. Die Situationen, die Gott sei Dank mit Super 8 Filmen damals festgehalten worden sind. Ob das der Hausbau ist, die Renovierung oder lustige Aktionen im Schwimmbad, der Bauchfletscher vom Urgroßvater, das wäre mal ein richtiges Highlight. Oder hier, was haben wir da, Schnee? Ja, also du siehst, es sind so viele Schätze unterwegs. Ich behaupte jetzt einfach mal Millionen von Filmen, die ungesehen noch in irgendwelchen Kartons liegen. Und wenn Sie nur 5 davon haben, dann ist es die Investition schon wert, weil Sie holen sich Ihre Vergangenheit in Ihr Leben zurück und sichern diese gleichzeitig für die Zukunft. Machen es erlebbar für die jetzigen Generationen und auch für die Zukunft. Künftigen Generationen. Also, man macht plötzlich Menschen, die man sonst nie gesehen hätte, also nicht nur in Verwandtschaft, also man, wenn man viel Glück hat, lernt man Uropa noch kennen, aber Uropa überhaupt keine Chance, das geht von den Jahren her nicht, ja? Und da, ich sag mal, erlebe ich plötzlich Familiengeschichte, wie sie näher und besser gar nicht erzählt werden könnte, weil da kann ich erzählen, wie ich möchte. Ich kann das nie so sichtbar machen, wie das bewegte Bilder machen können. Und das waren die ersten, diese Super 8 Kameras, die es den Privatmann möglich gemacht haben, zu filmen. Und hier haben wir nochmal unseren Scanner und der ist einfach einzuschalten. Wir schauen uns das nochmal an, während er hier läuft. Wir gehen auf On-Off. Achtung, Sekunde, ich muss ihn erstmal einschalten. Ah. So, Moment. Jetzt müssen wir ihn einstecken, genau. Ja. Strom, doch, jetzt haben wir Strom, genau. Dankeschön. So, einschalten und drauf. So, jetzt geht er an und jetzt sehen Sie. So, jetzt ist das Bild da und jetzt muss ich nur hier auf OK. Dann muss ich wieder aussuchen, welche Spule. Die kleinere ist es, ne, die größere. Und jetzt auf bitte nicht bewegen. Setzen Sie bitte, ach, ich habe die SD-Karte rausgemacht, Mensch. Siehst du? Aber da sieht man das schön, wie der eine auch wirklich. Du kannst nichts falsch machen. Ja. Wo ist die SD-Karte? Hier ist sie. Also, genau. Jetzt machen wir die wieder rein. So, jetzt ist sie drin. Und jetzt müssen wir nochmal starten. Also. Aber das ist ja klasse. Das ist wirklich so einfach. Man kann überhaupt nichts falsch machen. Jetzt gehen wir wieder aufs Richtige. Okay. So, anderes Format. Okay. So, jetzt bitte nicht bewegen. Jetzt haben wir auch die SD-Karte drin und los geht's. Sehen Sie, wie einfach das ist. Und ich muss ja jetzt, ich meine, ich werde dabei sein. Ich werde wahrscheinlich bei jedem einzelnen Bild dabei sein, wenn ich meine Filme digitalisiere. Aber man kann dann, wenn man weiß, was drauf ist, ungefähr, dann kann man sich schon mal Notizen machen und dann geht man ins Bett. Und am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, ist der komplette Film hier digitalisiert. Und das mache ich mal ein paar Nächte hintereinander. Und wie gesagt, ich habe jetzt 40 Filme zu digitalisieren. Ich werde also einige Nächte meinen Filmscanner laufen haben. Aber ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind auf die Ergebnisse. Die NX4294 und die 569, liebe Zuschauer, das ist die Bestellnummer für Ihren HDXL-Filmscanner und Digitalisierer. Das ist wirklich ein so, so tolles Gerät, ein so wertvolles Gerät, das Ihnen einfach die Möglichkeit gibt,
innerhalb von weniger Zeit ohne technisches Know-how hier die Super 8 Filme abzuspielen und auch zu digitalisieren, sodass Sie diese retten können. Und das können wir Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen. Absolut. Machen Sie sich eine ganz, ganz tolle Zeit mit Ihren Liebsten. Suchen Sie diese Super 8 und 8 mm Filme einmal raus. Schauen Sie sich das an. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Und vor allem hier das Beisammensein wird einfach groß, groß, groß geschrieben, dass man hier diese Schätze nochmal sieht, dass man vielleicht auch Vorfahren, du hast es gesagt, Ralf, nochmal lebendig sieht, wie sie lachen, wie sie beisammen sind, wie sie tanzen, wie das Leuchten der Kinder unter den Weihnachtsbäumen ist oder zum Beispiel vielleicht auch eine Hochzeit, die gefilmt wurde und dieses strahlende Lachen der Braut. Das ist hier möglich für 379,91 Euro. Ein toller, toller TV-Sonderpreis, den Sie hier bekommen. Liebe Zuschauer, bitte gehen Sie in die Leitung, die 0180 51 51 und dreimal die 2, das ist Ihre Rufnummer. Und ja, man merkt wirklich, wie man einfach ruhig wird, wie man sich wirklich sehr, sehr freut, einfach diese tollen Erinnerungen nochmal bildlich zu sehen. Wir haben auch für Sie eine passende Speicherkarte hier, die ZX2241 und die 569. Genau, bitte mitbestellen, denn darauf wird hier digitalisiert und gespeichert. 32 GB Class 10 für 23,66 Euro. Das ist die passende zu diesem HD XL Filmscanner und Digitalisierer, die ZX2241 und die 569 für 23,66 Euro. Die passende Speicherkarte. Bitte hier in die Leitung gehen. Bestellen Sie sich SanDisk hier, also Markenqualität 32 GB Class 10, die ZX2241 und die 569. Weißt du, tolle, tolle ja. Erinnerungen, die man hier festhalten kann. Und ich könnte stundenlang diese Fotos anschauen, aber das jetzt auch noch mal in bewegten Bildern zu erleben. Hier, ich kann mich noch erinnern an den VW Käfer meiner Eltern. Ja, an unseren Kinderwagen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber da sind so viele Emotionen drin. Aber jetzt schon allein nur bei Fotos, dass Erinnerungen weg. Wie wird das erst sein, wenn ich die Filme anschaue? Das können Sie sich jetzt auch fragen. Und dann heißt dran ans Telefon. Sind Sie bei der nächsten Lieferung dabei? Und dann heißt Filme sammeln, Filme digitalisieren und dann eben diese Erinnerungen erleben. Vivian, ich konnte dir jetzt ein bisschen was verbal von meinen Erinnerungen rüberbringen, aber was meinst du, wie das erst wirkt, wenn wir die Filme dazu anschauen können? Richtig, liebe Zuschauer, das Fotoalbum wird zugeschlagen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Bestellen Sie Ihren tollen Digitalisierer und Scanner für Super 8 und 8 mm Filme. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle viel Spaß beim Digitalisieren. Los geht's!